Im Knochenmark werden drei unterschiedliche Zellgruppen gebildet. Dort wird also die Zellmasse des Blutes gebildet. Das ist die Aufgabe des Knochenmarkes. Sie lassen sich ganz grob in drei Gruppen aufgliedern. Das eine sind die roten Blutzellen, das Hämoglobin. Deshalb ist unser Blut rot. Sie sind dazu da, den Sauerstoff zu transportieren. Das zweite sind die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Die weißen Körperchen sind die Abwehrzellen im Körper. Diese bewegen sich durch den Körper, sie patrouillieren, finden Krankheitserreger, um diese unschädlich zu machen. Dann gibt es noch Blutplättchen, die gebildet werden, die Thrombozyten. Sie sind für die Blutgerinnung verantwortlich. Sie bilden einen Blutpfropf, wenn wir uns zum Beispiel in den Finger schneiden, und schützen so unseren Körper.